Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch ein paar Dinge zeigen. Und zwar geht es darum, ich hatte neulich Geburtstag gehabt. Ich habe mir ganz viele Nagellacke gewünscht. Ich habe mir aber auch selber zum Geburtstag Nagellacke gekauft und mich selbst damit beschenkt. Ja, das sind halt Nagellacke dabei, aber auch Stampinglacke, weil mir fehlten einfach ein bisschen Stampinglacke. Weil man möchte ja nicht immer schwarz oder weiß stampen, man möchte auch mal ein bisschen buntere Farben haben oder mehr Farbauswahl haben. Ja, deswegen habe ich mir zwei Sets von Stampinglacken gewünscht zu meinem Geburtstag, und zwar einmal in Pastell und einmal in Neon. Dann habe ich mir aber auch noch Limited Edition Nagellacke gewünscht. Und bevor ich jetzt die ganze Zeit erzähle, ich fange jetzt einfach mal an zu zeigen. Und zwar fange ich mal an mit den Rival de Loop Nagellacken. Das ist eine Limited Edition, die es momentan noch zu kaufen gibt. Die haben keine Namen, die haben nur eine Nummer. Das ist die Nummer 01. Ein sehr schönes Gelb. Die Nummer 02. Auch sehr hübsch. Achso, so sehen momentan meine Nägel aus. Die Nagelhaut hat sich mal etwas beruhigt. Ich habe hier ein schönes Reverse Stamping drauf mit schönen hellblauen Glitzersteinchen. Ja, genau, bin gespannt, wie lange die Steinchen halten. So, weiter geht's. Das ist die Nummer 03, ein Orange. So, die habe ich hier keine 4. Nee, das war die 3. Das ist die Nummer 6. Ein sehr schönes Grün. Die Nummer 7. Da sieht man, das eine ist heller als das andere. Finde ich sehr, sehr schön. Ich hatte damit sogar auch versucht zu stampen und es funktionierte auch. Klar, zwar nicht so wie richtige Stampinglacke, aber es funktionierte. Ja, das ist die Nummer 08. Auch ein sehr, sehr schöner Lack. Die Nummer 09. Ein helles Blau. Und die Nummer 010 zu guter Letzt. Da gab es aber noch drei weitere Lacke. Die habe ich mir allerdings nicht gewünscht. Das war ein Klarlack und zwei rötliche Nagellacke. Die musste ich jetzt nicht unbedingt haben. Wenn ich aber sehe, wenn ich beim Rossmann bin und die sind reduziert, dann werde ich mir die zwei rötlichen Nagellacke natürlich nur nachkaufen, damit das Set für mich vollständig ist. So, ich mache jetzt weiter. Und zwar mit Rival Loves Me. Und zwar habe ich mir die selber gekauft. Das sind diese Neon Explosion Nagellacke. Ich bin schon so oft da vorbeigegangen an diesen Lacken. Habe mir aber diesmal gedacht, boah, komm, nehmen sie dir mit, bevor sie mal aus der Theke gehen und du kriegst davon nichts mit. Ja, ne. Da sagte mein Sammlerherz, dann nimm sie jetzt einfach mit. Kostet ja auch nicht so viel. Ich glaube 1,79 € ein Lack. Genau. Also das heißt jetzt 01 Sunnyside, ein richtig schönes Neongelb. Bei diesen Neon-Nagellacken würde ich immer den Tipp geben, einen weißen Farblack drunter zu machen, damit die Farben besser leuchten. Ja, das ist die 02 Blazing Fire. Die 03 Happy Days. ...04 Karneval. Ich kann euch mal hier das Bürstchen zeigen. Also die Pinsel von Rival Loves Me, die finde ich ganz gut. Generell die Sachen von Rossmann, die Hausmarke. Also bis jetzt habe ich keine schlechten Erfahrungen gemacht, egal was ich gekauft hatte. So, und die letzte Farbe ist 05 Radioactive. So, dann zeige ich euch jetzt mal ein bisschen die Stampinglacke. Da fange ich mal mit den Pastellfarbenen an. Und zwar habe ich die geschenkt bekommen. Ich weiß aber, dass man die online sich bestellen muss. Ich weiß nicht, ob es die irgendwo im Laden zu kaufen gibt. Ich glaube aber nicht. Und zwar ist das die Marke RM Beauty Nails. Das ist der Stampinglack in
Lilac, Pastell Lilac. Ich zeige euch auch mal das Bürstchen. Ich kann ja mal so ein bisschen stampen und euch zeigen, ja, wie gut man damit stampen kann. Beziehungsweise wie stark pigmentiert diese Farblacke sind zum Stempeln. So, machen wir das einmal so. Genau, ich hoffe, das Stempeln funktioniert direkt, weil das funktioniert ja auch nicht immer. Ne? Der Vorführeffekt dann manchmal. Ja, nehme ich hier einfach die Kaffeebohnen, ziehe das hier runter. So. So sieht's aus. Ja, hat funktioniert. Ist ja wunderbar. Genau. Also so sieht's aus. Das hier wäre natürlich nicht auf dem Nagel, sondern nur diese Kaffeebohnen. Das ist eine sehr schöne Pastellfarbe. Ich bin begeistert von den Lacken. Genau. So, machen wir weiter. Und zwar, obwohl, jetzt mache ich erstmal die Platte hier sauber. So. Genau. Und den Stempel auch, weil ich zeige euch ja gleich noch ein, zwei Lacke. So, hier haben wir den Pastell Lila. Weiter geht's mit Pastell Rosa. Dann haben wir hier noch Pastell Mint und da kann ich auch noch mal gerne was dämpfen. Ist auch ein sehr schöner Farblack. So. Ja, guck mal. So. Stempel sauber machen. Ich mache das mal eben zu, die Flasche. Das zeige ich euch direkt. Und zwar sieht das so aus. Huch, das war die Stampingplatte. Sieht doch richtig Hammer aus, oder? So. Genau. So. Gut, dann machen wir weiter. Dann gibt es hier noch ein sehr schönes Pastellblau. Und ein Pastellgelb. Das ist so eine schöne Farbe. So, nochmal ein Stückchen zurück. Ich lege das nochmal zur Seite und zeige euch erstmal die zweite Variante, die ich hier habe. Das zweite Set. Und zwar ist das auch von dieser RM Beauty Nails Firma. Und ja, das sind jetzt die ganzen Neonlacke. Das ist Neongelb, Neongrün. Dann haben wir hier noch Neonrot. Neonlila. Ein kräftiges Orange und der letzte aus der Reihe ist der Neon Pink. Ja, jetzt kann ich noch mal gerne noch mal ein, zwei stampen, damit ihr seht, wie auch diese Lacke aussehen. Mein Gott, ist das immer eine Sauerei, wenn man stampt. Ja, so, mal gucken, dann nehme ich mal vielleicht hier dieses Neon Pink. So. Sieht so aus. Und war leider zu langsam. Aber man sieht ja auch auf dem Stempel, was für eine krasse Pigmentierung das ist, ne? Richtig heftig.
Gut, dann versuche ich es nochmal mit einem anderen Lack. Man darf halt nicht so lange warten, weil dieser Stamping-Lack, der trocknet unheimlich schnell auf dem Stamping. Ja, genau. Welches probiere ich denn nochmal aus? Erst nochmal sauber machen. So, was haben wir denn noch nicht? Also wir haben ein rosa, ein grün. Dann nehmen wir vielleicht nochmal... was nehmen wir denn? Vielleicht mal dieses schöne Neon-Orange. Das finde ich richtig toll. Aus. Ja, diesmal war ich ein bisschen schneller. So, und lege ich das mal zur Seite und zeige euch das Ergebnis. Ja, es fokussiert jetzt nicht so ganz. Ja, es sind aber kleine orange Tassen. Ich denke mal, das erkennt man. Wie gesagt, das hier wäre natürlich nicht auf dem Nagel. Das würde man auf dem Stamping quasi auch schon wegmachen auf dem Stempel. Genau. So, jetzt habe ich euch zumindest ein, zwei Lacke gezeigt, wie die gestempelt aussehen. Aber ich denke mal, ich werde irgendwann mal ein schönes Design daraus zaubern und werde euch das auch zeigen. Gut, jetzt habe ich aber noch vier Lacke, die ich euch gerne zeigen möchte. Und zwar ist das vom DM, von Trend It Up. Ja, die Lacke habe ich mir quasi auch geholt. Und zwar ist das aus dieser Limited Edition Summer Glow. Ja, ich fand die sehr schön. Das ist die Nummer 010. Ich finde immer schade, dass sie keine Namen haben, sondern von Trend It Up. Die ganzen Nagellacke eigentlich nur Nummern. Aber ja, die Lacke sehen sehr, sehr schön aus. Was für ein Schimmer. Ja. So, die Nummer 20 Summer Glow. Quasi ist das ein ähnlicher Ton wie der wie die 010, nur dunkler. Ne? Sehr, sehr schöne Lacke. Die Nummer 30, ein schlichtes Blau, aber sehr schön leuchtend. Ich finde den richtig toll. Also wie jeden Lack. Ich glaube, ich wiederhole mich ständig, aber so ist das nun mal. Ne? Ich bin total begeistert und ach ja. So, und der letzte Nagellack, das ist die Nummer 040, ein grüner Ton. Ja, finde ich schön und edel mit diesem goldenen Deckel. Genau, ich kann euch nochmal das Bürstchen zeigen von diesen Lacken. So, der sieht so aus. Ich finde, damit kann man den Nagellack sehr gut auf den Nägeln auftragen. Genau. So, das war es auch mit meinem Vorstellvideo. Ich wollte euch einfach nur zeigen, was für Nagellacke an meinem Geburtstag bei mir eingezogen sind. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Anschauen. Würde mich über ein Däumchen nach oben freuen oder über einen lieben Kommentar. Mit einem Abo würdet ihr mich sehr unterstützen. Und ja, ich wünsche euch einfach einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!